Herzlich willkommen zu diesem neuen Tipps und Tricks Video mit mir, eurem Kraftkorn und Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich zeige euch heute, wie man die goldenen Steinschlosspistolen bekommt und alle Marineaufträge erledigt, wie ihr am besten gegnerische Schiffe versenkt und gleichzeitig auch noch, wie ihr das Aussehen der Jackdaw verbessern könnt. Und wir fangen auch direkt an. Wir müssen zuerst einmal, um die Marineaufträge zu erledigen, müssen wir zu den bereits eroberten Festungen reisen. Ihr solltet alle Festungen erobert haben, wie ihr hier auf der Map seht. Das sind die Festungen und wenn sie grün sind, dann habt ihr sie erobert. Dort gibt es die typischen Assassine-Aufträge und die müsst ihr einfach dann erledigen. Und sobald ihr alle Assassin-Aufträge bei den Festungen gemacht habt, dann solltet ihr eigentlich die goldenen Steinschlosspistolen euer eigen nennen können. Und die sind ziemlich gut im Vergleich zu den anderen, denn die haben ziemlich gute Werte. Die haben 5 Schaden, 5 Betäuben und 3 Reichweite. Die Reichweite ist natürlich noch nicht so pralle, aber das wäre ja sonst auch ein bisschen overpowered, möchte ich fast sagen. Und das Gute an diesen Pistolen ist, dass sie einen so hohen Schaden machen, one-shotten die Gegner. Das heißt, ihr braucht nicht mehr Headshots geben, um die Gegner mit einem Schuss zu erledigen, sondern könnt einfach draufhalten, auch bei den dicken Kerlen hier mit den Äxten, einfach nur irgendwie auf den Typen schießen und schon, ja, ist er Geschichte, würde ich fast sagen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die sind ein äußerst starkes Kampfmittel. So, kommen wir zu den Taktiken. Also es ist ganz wichtig, dass ihr bei dem Schiff, wenn ihr es aufrüstet, alles immer gleichzeitig aufrüstet. Das heißt, mal den Mörser verbessert, mal die Fässer, mal die normalen Kanonen, mal die schweren Kugeln. Und sobald ihr, also wenn ihr das eigentlich alles schon habt, dann solltet ihr euch, die sicherste Taktik ist ziemlich, euch auf ca. 500 Meter zu nähern und erstmal mit dem Mörser drauf zu schießen. Denn dadurch ist das Schiff schon mal ein bisschen geschwächt. Und das könnt ihr dann auch nochmal wiederholen, solange das Schiff noch weit weg ist. Und sobald ihr dann halt ein bisschen näher dran seid, benutzt ihr die ganz normalen Kugeln und eure Flakgeschütze, um mit Y oder Dreieck auf der PlayStation eben dann dem Schiff den Rest zu geben. Und ihr seht's, innerhalb von kürzester Zeit ist das Schiff auch Geschichte. Ihr müsst euch nur ein bisschen in Acht nehmen vor den schweren Kugeln der Gegner. Und ja, ansonsten sollte das eigentlich kein Problem sein, sofern ihr das Schiff auch ein bisschen weiter schon aufgerüstet habt. Jetzt könnt ihr euch natürlich entscheiden, es zu entern oder nicht. Und das Entern ist dann einfach nur noch reine Formsache, die Aufträge erledigen und dann habt ihr das Schiff auch schon und könnt damit dann mit dem Schiff dann verfahren, wie ihr wollt. Ich versenke sie meistens, aber das bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr das regelt. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Taktik, sofern ihr mit dem Mörser noch nicht so weit seid, dann könnt ihr natürlich auch, solltet ihr versuchen, auf jeden Fall nah an die Schiffe ranzukommen. Denn auch eure Nahkampfmittel sind ziemlich stark. Also die sind auf jeden Fall sehr effektiv. So könnt ihr direkt, sobald ihr nah genug an einem Schiff dran seid, die schweren Kugeln einsetzen, die dem Gegner direkt ordentlich was reinhauen. Ihr seht selbst und dann natürlich wieder mit den Flakgeschützen die verwundeten Stellen ja ausschalten. Ihr seht hier den Rambock, zu dem sage ich gleich noch ein bisschen was. Damit haben wir dem Schiff auch schon ordentlich eingeschenkt und können dem jetzt dann noch mit den Kanonenkugeln bzw. den schweren Kugeln den Rest geben. Und ihr seht hier, solltet ihr das Schiff ein bisschen weiter aufgerüstet haben und eure Kugeln auch relativ stark aufgewertet haben, dann sind auch 3 ja, mittelgroße Schiffe kein Problem mehr für euch. Und ja. Und dann kommen wir jetzt zu dem Rambock. Der ist sehr effektiv gegen kleinere Schiffe, wie ihr es hier gleich sehen werdet. Denn die werden sofort außer Gefecht gesetzt, sobald ihr auf sie trefft. Und sie sind auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel. Da müsst ihr nicht eure teuren Kugeln oder Mörsergeschosse verschwenden, sondern könnt einfach draufhalten, zack, und weg sind die Schiffe. Und der ist auf jeden Fall effektiv, auch bei größeren Schiffen, aber
Das solltet ihr, ja, weiß ich nicht, es sei denn, ihr seid hinter den Schiffen möglichst lassen. Von hinten kann man die größeren Schiffe nämlich ganz gut rammen. So, und jetzt eine Taktik mit den Feuerfässern. Also Feuerfässer sind bei mir am wenigsten genutzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber die sind natürlich auch ganz hilfreich, denn solltet ihr Piratenjäger am Hals haben, die euch verfolgen, jetzt geht das hier leider nicht auf die Taktik, weil der Sturm mir dazwischen kommt, könnt ihr, solange ihr das Schiff nah genug ranlasst, eure Feuerfässer nach hinten werfen. Dadurch wird das gegnerische Schiff geblockt und ihr könnt von weiter Ferne mit dem Mörser einfach draufhalten. Das ist ganz einfach. So, ich bin in der Story jetzt ein bisschen zurückgesprungen und habe mir das Schiff, die Jackdaw, nochmal angeguckt zu einem früheren Zeitpunkt, wo es noch die ganz klassischen weißen Segel hat. Denn ich zeige euch jetzt ein bisschen was zum Aussehen des Schiffes. Problem bei der ganzen Sache ist leider, also es stört mich so ein bisschen, dass das Schiff sich nicht großartig verändert vom Aussehen. Also das bleibt größtenteils gleich, es verändert sich fast gar nichts, bis auf die Sachen, die man eben in der Kajüte verändern kann. Und das hat auch keine großen Auswirkungen dann natürlich auf die Stärke des Schiffs. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber mein Gott, Assassin's Creed 4 ist so voller Sachen, da kann man dann auch mal drauf verzichten. In der Kajüte könnt ihr, wie ich schon bereits gesagt habe, dann zum Beispiel die Segel, die Galeonsfigur oder das Steuerrad der Jackdaw verändern. Das kostet alles, je nachdem, was ihr haben wollt, Stoff, Holz oder Eisen. Und ihr habt natürlich auch Sachen, die ihr durch die Beendigung der Marineaufträge verliehen bekommt, nämlich die vergoldeten Segel zum Beispiel, die, wie ich finde, ziemlich geil aussehen. Zwar nicht mehr ganz piratig aussehen, aber durchaus cool aussehen. Und die bekommt ihr eben, wenn ihr alle Marineaufträge beendet. Und dann habt ihr zum Beispiel noch das Steuerrad der Queen Anne von Blackbeards Schiff. Das bekommt ihr, wenn ihr die Hälfte aller Marineaufträge erobert habt. Ich meine, das Steuerrad ist jetzt nicht so geil, aber die Galeonsfigur der Ranger, die ihr ebenfalls bekommt, wenn ihr die Hälfte aller Marineaufträge erledigt habt, sieht, finde ich, ganz cool aus, sieht ziemlich piratisch aus und ja, stellt einen guten Kontrast zu den Segeln dann dar. Ich hoffe, euch konnte euch ein bisschen helfen und euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein, Leute.